So, inzwischen sind ein paar Tage mehr vergangen als geplant. Das liegt aber daran, dass ich einmal gelernt habe, mich in Geduld zu üben. Und zum anderen war eine Zwangspause angesagt, mich hat es ein paar Tage aus dem Rennen genommen. Jetzt geht es aber hier nahtlos weiter. Ich will mal anknüpfen an der braunen Beize aus Blauholz, von der wir so geschwärmt haben, dass die so einen richtigen satten Farbton hat. Ich zeige euch mal, wie die Brettchen ausgesehen haben nach dreimal Beizen. Und dann habe ich sie mit verdünnten Schellack grundiert. Kommt jetzt. Also, ja, Maserbirke. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss. Überzeugt mich nicht. Jetzt kommt hier Birne furniert. Sieht schon besser aus. Mal sehen, wenn es trocken ist. Hier oben habe ich ja mit der rotbraunen Beize damals das Probestück gemacht. Hier ist Kirsche massiv. Der Farbton gefällt mir hier am besten. Auch hier oben rotbraun auf Kirsche. Ja, ist eben auch feines Holz. Ganz feinjährig. Die Oberfläche ist hier nicht ganz exakt ausgehobelt. Und hier Ahorn, das hat es nicht gut angenommen. Am schlechtesten von allen. Also das vergesse ich mal ganz schnell hier. Das wäre mir auch dann zu aufwendig, da ein vernünftiges Ergebnis hinzubekommen. Gut, jetzt werden wir das mal trocknen lassen und dann uns am nächsten Tag angucken. So, und nun sind wieder ein paar Tage vergangen und die Grundierung mit dem verdünnten Schellack sieht gar nicht mehr so schön aus. Hier ist das so weißlich, gräulich geworden. Ich kann nur vermuten, dass da zu viel Salze drin sind, dass die Lauge dann wieder zu scharf war und das jetzt so aussieht. Mal sehen, wenn da Öl bzw. Wachs drauf kommt. Aber das ist natürlich, ja, es sind Experimente. Gut, lassen wir jetzt die weiteren Beurteilungen und Kommentare erstmal außen vor und für eine Schlussbetrachtung. Auf den zwei Brettchen sind aber auch Beizproben der braun-roten Beize, die wir als allererstes gemacht haben, von der wir eigentlich enttäuscht waren, dass es nicht braun-rot wurde. Da haben wir aber Furnierer genommen und wir wissen inzwischen, dass jede Beize auf verschiedenen Hölzern unterschiedlich wirkt. Und hier habe ich ja ein Massivholzbrett Kirsche. Da sieht das gut aus, die braunrote Beize hier oben. Und hier habe ich ein Brettchen, was mit Birne furniert ist. Das sieht auch recht schick aus. Es geht also jetzt weiter, dass die beiden Brettchen, die auch schon mit verdünnten Schellack grundiert wurden, jetzt weiterbehandelt wurden. Denn wir wollen ja nicht nur Beizen nach historischen Rezepten herstellen, sondern wir wollen ja auch sehen, wie das aussieht. Bringt das was, sich die Mühe zu machen in der heutigen Zeit, wo es so viel fertig zu kaufen gibt. Hier habe ich etwas Leinölfirnis drin und hier habe ich Antikwachs. Und jetzt werde ich immer eine Hälfte mit dem einen und eine Hälfte mit dem anderen. Nehme ich mal zuerst hier etwas von dem Antikwachs.
Hand. Streich das ein. Und morgen gucken wir uns an, wenn das trocken ist und ein bisschen auspoliert wird, wie das ist, ob wir hier einen brauchbaren Farbton da rausbekommen. So, einmal Wachs. Jetzt noch hier das. Das interessiert mich ja am meisten, hier unten das Weiße. Das geht natürlich weg, wenn ich das einstreiche. Und der vorherige Farbton kommt wieder zum Vorschein. Die Frage ist nur, bleibt das? Also das Rotbraun gefällt mir auch richtig gut. Ich muss mir das dann selber mal die Aufnahmen angucken, ob ich für die Zukunft, für die nächsten Videos, wenn das fertiggestellt wird, nochmal andere Beleuchtung machen muss, damit das besser in der Kamera zu sehen ist. So, jetzt hier etwas Öl. Auf der Seite. Also eins merke ich jetzt schon, wenn ich unsere Clou-Wasserbeize nehme und gehe dann mit Öl so drüber wie jetzt hier, färbt die ab. Die färben nicht ab. Zumindest mal eine gute Sache. Jetzt geht es an die nächste Etappe, schwarze Ebenholzbeize. Aber das wird heute noch nicht schwarz. Ich zeige euch jetzt hier vier Probestücken nochmal. Pflaumenholz, vorbehandelt und einmal mit der Essigbrühe, sage ich mal, in der Stahlspäne und Vitriol aufgelöst sind, eingestrichen und getrocknet. Also Pflaume, Kirsche, Esche und Birne. Und man sieht bei allen Holzarten, ja, hat die Oberfläche so eine dreckig-graue Färbung angenommen. Wahrscheinlich als Vorbereitung für Schwarz. So, jetzt soll 2 bis 3 Mal, Moment, ich will nachgucken, jetzt habe ich es zu weit weglichen. Ich glaube 3 Mal mit diesem Galläpfelwasser eingestrichen werden, zwischendurch immer getrocknet. Ja, das ist also gar nicht so einfach, immer diese Trockenphasen abzuwarten, aber wir werden es machen. Amon hilft mir jetzt, das Galläpfelwasser ein bisschen zu filtern und abzufüllen in ein Glas. Und dann werden wir es damit einstreichen. So, komm her, Junge! Hier haben wir... Du kannst auf die andere Seite kommen. Grüß noch mal rein. Hallo! So, hier haben wir das Galläpfelwasser. Das ist jetzt schon über eine Woche und ist schon ziemlich dunkel geworden. Also schwarz wird es nicht. Was ist da drin? Galläpfel. So, ich halte jetzt hier das so, aber weil ich doch so zittrig bin, müsstest du den Topf nehmen und hier rein und gucken, dass wir machen das Glas nur halb voll. Ja, hier ins Sieb rein. Probier es mal. Gut, Topf. Also hier wird das schon mit Interesse verfolgt, ja, von anderen Personen. Ja. Jörg kann im Moment noch nicht wieder, aber ich bin der festen Überzeugung, zum nächsten zum letzten Rezept, was wir noch haben, violette Beize,
ist er wieder mit an Bord. So, jetzt soll also, wie gesagt, mit Galläpfelwasser das eingestrichen werden. Das ist harmlos, das Zeug, deswegen kann Amund das machen. Und ich würde sagen, du nimmst den Pinsel, tupfst das bisschen ein und wir streichen das hier so, dass man das in der Kamera sieht. Ich weiß nicht, ob sich jetzt farblich was tut. Oi. Das wird dunkler, aber richtig schön. Guck mal, das, wenn das trocken wird. Das nächste werden wir mal näher an die Kamera halten, Amon. Der Pinsel wird schwarz. Ja, der Pinsel wird schwarz. Zum Glück gibt es Pinsel zu kaufen. So, guck du mal. Das ist jetzt so. Du kannst ruhig ein bisschen abtupfen, das ist, aber ist egal. So, und jetzt drauf. Mal gucken, ob das jetzt hier auch so sich so stark verfärbt. Naja. Es wird schon schwarz an den Rändern. Guck mal hier. Und das soll jetzt trocknen und noch zweimal wiederholt werden. Und dann ganz zum Schluss kommt ja erst der. Das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied, weil das ja, ist auch heller. Ja, ja. Also, man kann jetzt nicht erwarten, dass das mit einmal so wird. Ja, also schwarzes Ebenholz nachzumachen. Ja, ja, machen wir es auf. Schwarzes Ebenholz nachzuimitieren. Da gehört schon ein bisschen was dazu. Die Finger werden jetzt auch schwarz. Macht nicht. Gehen wir drauf dann jetzt. Und jetzt haben wir hier noch das Stück Flammenholz. Und auch nochmal drauf. Ja, da hat schon einen Klecks. Ist nicht schlimm. Also am meisten hat mich jetzt das Birnenholz begeistert. So. Und der Seite wird es auch wieder schön schwarz. Ja. Hier, ich halte das Birnenholz hole ich nochmal her. Wenn das trocknet, sieht es noch schöner aus. Genau. So. Das war jetzt der erste Anstrich mit dem Galläpfelwasser. Es folgen werden noch zwei Folgen. Die nehme ich nicht auf. Und dann kommt der nächste Arbeitsschritt. Wer das Heftchen hat, die PDF-Datei, der kann nachlesen, wie es weitergeht. Gut. Also ich bin absolut begeistert, was sich jetzt hier heute getan hat in Bezug auf Schwarz. Bis dann. Amon experimentiert hier nebenan schon für unser nächstes Projekt. Und das gibt ab und zu mal Krach und vielleicht ein paar Nebengeräusche. Aber jetzt lassen wir uns nicht dran aufhalten. Ich habe hier auf dem Brett alle eingelegten Furnierstücke in der Beize, die eigentlich purpurrot machen sollte. Purpurrot hat sie nicht gemacht, aber schöne Farbtöne trotzdem. Und die will ich jetzt mal mit meinem Schleiföl bzw. Grundieröl einlassen, also grundieren, welches dafür bekannt ist, dass es die Holzmaserung anfeuert. Und da habe ich hier das. Und ich nehme hier den Stoffballen, dränge den damit und wir gucken uns das jetzt mal an, wie sich der Farbton nochmal ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Und auch muss ich wieder feststellen, die Beize, die auf diese Art und Weise gefertigt ist, färbt nicht ab. Und hier, wunderschön. Also dafür hat sich gelohnt. Und jetzt hier die unteren noch.
hat freilich jetzt nichts mit Purpurrot zu tun, aber hat schön Farbe angenommen und das stelle ich jetzt in die Nähe vom Ofen und wir gucken uns das im nächsten Video an.